Jetzt werde ich Ihnen die Weitsichtigkeit simulieren, wie die weitsichtigen Patienten sehen. Das heißt, jetzt haben wir die perfekte Ferne. Jetzt haben wir 2 Dioptrien an Weitsichtigkeit. 4 Dioptrien an Weitsichtigkeit. Das Bild ist deutlich verschwommener. 6 Dioptrien an Weitsichtigkeit. 10 Dioptrien an Weitsichtigkeit und das Extremum, was ich eigentlich bis jetzt gesehen habe, das waren 14 Dioptrien an Weitsichtigkeit. Also das Bild ist eigentlich komplett verschwommen. Der große Unterschied Weitsichtigkeit und Kurzsichtigkeit zeige ich Ihnen sofort. Das sind 14 Dioptrien an Weitsichtigkeit und 14 Dioptrien an Kurzsichtigkeit. Sie sehen, das Bild bei der Kurzsichtigkeit ist wesentlich kleiner als jetzt bei der Weitsichtigkeit. Ich lade Sie herzlichst ein, den Selbsttest auf unserer Webseite durchzuführen. Durch diesen Test können wir grob einschätzen, ob Sie für eine Augenlaseroperation geeignet sind. Eventuell könnten wir schon Ihnen näher die Methoden vorstellen. Der nächste Schritt nach dem Test wäre eine volle augenärztliche Untersuchung, wo wir alle anatomischen Parameter bestimmen könnten und dadurch könnten wir Sie auch für die Operation richtig vorbereiten. Wir freuen uns auf Sie.